Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video auf meinem schönen Kanal. Heute spielen wir natürlich wieder Pacific Drive. Nach zwei langen Wochen kommt jetzt endlich mal Pacific Drive. Ich habe es vergessen, muss ich ehrlich sagen. Aber das lag nicht nur an den Vergessungs, sondern auch, weil wir ja die Demo-Wochen gemacht haben. Von Dracula, also von dem Dracula-Spiel und von den anderen Spielen. Oh, ich habe den Namen vergessen, muss ich ehrlich sagen. Von dem kleinen Entwicklerstudio. Und da habe ich einfach keine Zeit für Pacific Drive. Ja, das ist mal voll, alles klar. Und ja, jetzt spielen wir mal endlich wieder Pacific Drive. Wir waren ja... Gute Frage. Ich glaube, wir waren in der letzten Folge vor zwei Wochen irgendwo hier in dem Gebiet mit unterwegs. Ach du Kacke. Guck dir das an. Überall diese hässlichen Stürme, die gehen mir so auf den Kacksack. Die sind gefährlich. Oder ist mein Auto recht stabil? Ich glaube, mein Auto ist richtig stabil. Guck mal hier. Bleischützung. Hier drüben. Stahlplatte hier. Abschirmung vom Strom. Hier noch ganz normal was. Da vorne auch alles normal. Hier Stahl, Stahl, Stahl. Primär halt. Primär. Stahl und Elektro. Ich finde mein Auto schon krass. Aber ich habe halt auch hier schon einen Haufen Sachen. Und wir haben Dinge geheilt. Eine Stahltür, Primär. Ich glaube, das ganze Primärzeug sollte ich eigentlich wegmachen. Komm her. So. Heute werden wir, glaube ich, ein bisschen hin und her fahren. Und wenn euch natürlich die Folge gefallen sollte, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo auf diesem Kanal freuen. Und gerne über ein Like auch. So, erstmal alles reinräumen wieder. Ach komm, Digga. Ist das Stoff oder was? Nee, Plastik. Mit Plastik bin ich befüllt. Zu viel Plastik. Ach ja, wir müssen ja auch Energie sammeln. Deswegen müssen wir in die nächste Zone, weil wir keine Energie haben. Ich finde die voll creepy, Alter. Aber ich habe mich dran gewöhnt an die Zone, kein Witz. Ich finde die gar nicht mehr so creepy hier. Die geht. Die sieht nicht so creepy aus. Ich glaube, die sieht noch krasser aus. Was ist denn unsere Aufgabe überhaupt? Erreiche Tobias Markierung. Begib dich zu den von Tobias markierten Ort in den mittleren Ring. Okay. Oh. Ich würde sagen, wir machen heute den Stepper hier hin. Ja, ich glaube schon, das macht mehr Sinn. Warte mal, komme ich von der G9 überhaupt dorthin? Oder ich fahre von der... Na, von der G9 bis hier rüber geht ja gar nicht. Gute Frage, nicht wahr? Ich will nicht zur G3. Erstens, weil das Dark-Territorium ist und zweitens... Ich muss zur... Eigentlich könnte ich eine Abkürzung komplett zur G8, zur G7, G3, G2, D2 können mies werden. Extreme Bedingungen. Oh nö. Häuser Max, Benzin, Öl. Benzin ist Max. Autos sehr hoch. Kaputte Straßen, würde ich jetzt mal sagen, ist eher weniger. Stürme, okay. Radioaktivität ist hoch. Keine. Ich würde sagen, wir machen den Weg hier. Wir fahren zu G8, dann fahren wir zu G7, dann fahren wir zu G3, direkt zu D2, weil zu G2 bringt uns nichts mehr. Und dann fahren wir hier hin. Erreiche die Markierung. Gut. Ist Auto aufgetankt? Jip. Ist Kofferraum befüllt? Jip. Schöne Sachen drin. Gut, haben wir hier den Kofferraum. Wir haben ja zwei Kofferraums. Ja, guck mal. Ein großer Kanister. Wir haben im Auto noch einen Kanister. Wir haben eine Start. Ersatzglühbirnenhammer. Ach, eine Ersatzglühbirne. Reparaturkit? Verwende ich eigentlich nie. Und jetzt beginnt's schon. Ich hau das Auto. Das tut mir auch aber sehr leid. Ich hau aus Versehen das Auto. Okay. Ja, witzig. Ich muss das Auto auch anmachen. Ich finde es schade, dass ich kein Radio anmachen kann. Ich finde das Radio richtig geil. Muss ich ehrlich sagen, ich finde das Radio recht geil. Ach, ich weiß ja, wie Licht noch funktioniert. Ich finde, man sieht aber was im Dunkeln. Ja. Außer in Dark Territorium, da siehst du halt nichts. Da bin ich blind. Wie ein Fisch. Oh, ich kann mich noch erinnern. Das war so mies. Wir haben ja jetzt gesagt, wir gehen zur G8. Kann ich auch ein bisschen weiter? Nee.
kann wirklich nur zur G8 erstmal. Gut. Wir gehen auch sicher da lang, okay? Sicher ist immer gut. Und dann vielleicht looten wir noch ein bisschen unterwegs. Ja. Oder wir fahren einfach komplett durch und sehen uns, wenn wir dort sind. Hin und her. Njo. Einfach durchrasen. Würde ich sogar gehen. Muss ich ehrlich sagen. Also das ist eine Kackheit an dem Spiel, muss ich ehrlich sagen. Gleichgewicht. Extreme Bedingungen. Peridie. Gleichgewichtsproblem. Ah, alles klar. Gut. Das ist mein Ziel. Gut, dann fahren wir mal hin. Also ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir am Ende sind. Also wenn ich da raus bin. So, Freunde, wir sind jetzt hier am Ende. Gab ein paar Komplikationen auf dem Weg, aber naja, ein paar heftige Komplikationen. Auf einmal war da alles. Alles. Gut. Zu G7 gehen wir jetzt. Und ja, wird interessant. Dann dauert das ewig, da durchzufahren. Einfach so durchzufahren. Auf einmal war da ein Sturm auch noch. Ganz mies. Dann würde ich mal sagen, Freunde, wir sehen uns natürlich wieder, wenn wir hier in der Zone auch am Ende sind. Also bis gleich. So, Freunde, wir sind am nächsten Punkt. Nicht wundern, warum mein Auto so Schrott ist. Das ist eine Kackzone, wo die Elektrizität uns einen 10.000 Meter Boost gibt. Ja. Das hat mich halt weggeboostet. Mein Auto war komplett über 100 Meter weit weg. Und dabei ist es Schrott gegangen. Jetzt sind wir in der Dark Zone. Ich kann es auch, glaube ich, nicht reparieren. Oh Gott. Oh, ich bin nicht wieder in so eine Zone, wo die Elektrizität uns wegboostet. Ganz mies. Willkommen in der Dark Zone. Ja, Freunde, würde ich sagen, wir sehen uns auch hier am Ende. So, Freunde, wir sind jetzt am Ende. Ich bin ganz schnell durchgefahren. Anscheinend habe ich irgendwie so eine Art Geist gesehen. Ich habe keine Ahnung. Und mein Leben ist komplett ganz weit unten. Ja, mein Auto hat es auch komplett erwischt. Wenn ich das jetzt schaffe, das schaffe ich niemals. Oh mein Gott, wenn ich das wirklich schaffe. Ah. Mit 33 HP. Ich bezweifle es. Ich glaube, wir werden wieder sterben. Ich habe keine Heilung, ich habe gar nichts. Ich muss mich mehr vorbereiten. Ich brauche mehrere Reparaturkits, mehrere Medikits. Die Dosen bringen überhaupt nichts, finde ich. Die Dosen sind so schmupp. Ach, so sind wir in der Zone und es ist dunkel. Geil. Aha. Cool. Säureweg. Are you ready, driver? Ja, okay, ich bin ready. I've loaded up three locations on your ARC device map. You see them? Head to whichever strikes your fancy. You're sending them to the vision? Meine Lichter sind auch alle kaputt. We're gonna use this. Ah, genau das ist das Problem. Hier ist, glaube ich, kann es sein, dass hier nur solche 2,5 ist? Bitte nicht. Oh nein, hier ist wirklich überall nur 2,5. Verdammt. Was ist das? Ich bin tot. Hä? You, of all people, blaming limb tech instead of a good old-fashioned mystery? It doesn't add up. Otto's favorite pastime was calling people out of the zone. How could someone actually fail to escape? And a mysterious man with a backpack full of cash in the one place he can't spend it. Seems awfully fishy to me. So about that last mission. Driver, if you come across a mushroom like the one in the mural, what the hell? Warum kann ich jetzt nicht mehr fahren? No matter how tasty it might look. Oh, es kann sein Benzin. Oh, okay. Ah. You're speaking from personal experience. And let me tell you, it wasn't pretty. Oh, just thinking about it makes me want to puke all over again. Kein Benzin, oder? Probably past the biogenerator. Oh my god. There are
Ich habe kein Benzin. Ich habe gerade das Auto ist Schrott. Aber ich habe doch einen Benzinkanister hier. Wie zapfe ich da Benzin ab überhaupt? Wo ist mein Benzinkanister? Ach, den habe ich. Nee, der ist weg. Weg. Ich habe keinen Benzinkanister mehr. Und das heißt, wir stecken hier sonst fest. Benzinkanister, nee. Reparatur, nee. Hä? Was fehlt? Fehler, Herstellung nicht möglich. Warum? Warum kann ich das nicht bauen? Ich hab doch das ganze Zeug. Jetzt durch den Kack. Warum kann ich das nicht bauen? Stufe 2, ich brauche von den Werk, von der Werkbank hier im Auto eine Stufe 2. Ich geh sterben. Macht keinen Sinn. Schade. Irgendwie kann ich keinen Benzinkanister bauen, keinen kleinen. Es gibt keiner. Ich kann nur den Kack, nur den hässlichen Kack großen bauen. Geil. Geil, ich komme nicht mal vorwärts, weil mein Benzin leer ist. Geile Logik. Gut, bauen wir uns den Benzinkanister jetzt. Ich verstehe es nicht, wo mein Benzinkanister hin ist. Tut mir ja leid. Befreier. Ist der Elvecat? Nee, wo ist das denn? Wo ist der groß? Holen wir unser Auto. Keine Ahnung, warum das jetzt auf einmal falsch herumsteht. Das will ich nicht wissen. Ach, das wird wieder Arbeit sein, das Ding zu reparieren. Und wie ich weiß, hat der große Benzinkanister nicht mal ein... großen Benzinkanister, hoppala. Guck mal, da passt nicht mal die Hälfte rein. Was ist das für ein Bullshit? Schöner, großer Benzinkanister. Oh mein Gott. Ja, Freunde. Hoffentlich hat euch diese Folge auch gefallen, wie wir komplett gescheitert sind, aber trotzdem recht weit gekommen sind. Ich würde mich gerne über ein kostenloses Abo dafür freuen und gerne ein kostenloses Like. Einfach nur ein Like. Kostenloses natürlich. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ciao.